Hallo Arnold! Ey, spionierst du Leute aus? Weißt du, ein Spanner zu sein, darauf wäre ich nicht stolz. Besonders, wenn man's so offensichtlich macht wie du. Oh oh, Bertha hat dich gesehen. Ich hab dich gewarnt, Arnold. Wenn du in die Sonne stierst, musst du dich auf Verbrennungen in den Augen gefasst machen, du Trottel. Unsere Augen sind die Straßen, auf der lichtempfindliche Zellen unterwegs sind. Sie lieben die Sonne, aber aus der Ferne. Wenn du in die Sonne schaust, schickst du sie direkt in ein Feuer. Außerdem schädigen die ultravioletten Strahlen die Proteine in der Augenlinse, wodurch die Sicht allmählich beeinträchtigt wird. Pass auf, Arnie! Oh nee, du bist in nassen Beton gefallen. Da kommst du nicht mehr raus. Du musst nun direkt in die Sonne stieren. Je länger du in die Sonne schaust, desto tiefer dringen die ultravioletten Strahlen in deine Augen ein. Zuerst verbrennen sie die äußerste Schicht, die Hornhaut. Dann schädigen sie die Proteine in der Linse deines Auges. Und dann erreichen sie die lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut. Du wirst auch nicht mehr weinen können, Arnie, weil du keine Tränen mehr in deinen Augen hast. Was ist das? Eine Wolke! Aber heute ist Fußball und die Behörden vertreiben normalerweise künstlich alle Wolken. Aber das ist nicht das Schlimmste. Du hättest dir die Streichhölzer nicht in die Augen stecken sollen, Kumpel. Was? Jetzt wünschst du dir die Sonne wieder? Oh, hey, Arnie, du bist blind geworden. Sonnenbedingte Erblindung kann zentral oder seitlich wirken. In besonderen Fällen kann eine Nachtblindheit auftreten. Das ist, wenn eine Person bei schlechten Lichtverhältnissen nichts sehen kann. Lass uns dein Sehvermögen testen. Finde den Like-Button und drücke ihn. Auf diese Weise wissen wir, dass deine Augen in Ordnung sind. Wach auf, Arnie! Ich hab's dir gesagt. Das Ausspionieren von Bertha ist eine schlechte Idee. Und das sind die Konsequenzen. Und heute finden wir heraus, wer stärker ist, Arnold oder ein RPG. Nun, das RPG hat sich als stärker erwiesen. Danke fürs Zuschauen und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Warte mal. Moment mal. Wow, Arnold, herzlichen Glückwunsch. Du bist gestorben und in den Himmel gekommen. Stell dich in die Schlange an und warte darauf, dass Petrus dich hineinlässt. Wow, wie cool ist das denn? Hey, hey, schau mal, ist das John Lennon? Nee, warte mal, das ist Jesus. Hier gibt's ja sogar eine Wand mit Bildern von Gott, die von großen historischen Künstlern gemalt wurden. In der Antike glaubten die Menschen, dass Gott furchterregend und blutrünstig ist. Die Azteken zum Beispiel opferten ihrem Gott Huitzilopochtli ständig Menschen, damit es regnet. Die alten griechischen Götter verkörperten menschliche Eigenschaften oder Naturphänomene. Leider, Arnie, bekommst du im christlichen Paradies im Gegensatz zum muslimischen nicht 72 Jungfrauen. Aber hey, schau mal, genau da, das ist John Lennon! Oder ist das wieder Jesus? Und hier ist er, er hat viele Namen. Der Schöpfer, Jehova, Adonai, Yahweh, Gott. Oh, er schläft. Du solltest dich besser nicht an seinen Sachen zu schaffen machen, Arnie. Arnie, was hast du denn vor? Mensch, du kannst doch da nicht reingehen! Das ist die Schaltzentrale für die ganze Welt. Fass bloß nichts an, Arnie. Oh, das ist nicht gut. In den letzten Jahrhunderten hat der religiöse Glaube auf der Welt abgenommen. Und Gott, das beliebteste Wesen der Welt, hat eine Menge Hasser. Wag's ja nicht, Gott zu spielen, Arnold. Der Mensch ist einfach zu gierig für diese Rolle. Es gibt noch viele andere Beispiele aus der Geschichte, die alle ziemlich übel endeten. Arnold, höre auf! Das ist kein Scherz, Kumpel. Arnold! Na toll, alles aus dem Ruder gelaufen. Fanatischer Glaube hat schon immer zu Kriegen geführt. Und nun hat ein nuklearer Kreuzzug begonnen. Arnold, höre auf, bevor es zu spät ist! Hörst du mir überhaupt zu? Puh, gerade noch rechtzeitig. Hey, Gott? Versteh das bitte nicht falsch, aber Gott sei Dank bist du hier. Arnold, sieht aus, als wärst du fertig. Was, der gibt dir kein Eis, weil du ihm kein Geld gibst? Hm, logisch. Wie wär's denn mal mit Arbeiten, Freund? Oh, ich bin beeindruckt, Arnold. Du hast hier einen Job gefunden. Aber weißt du überhaupt, was ein Lügendetektor ist? Arnold, du lügst, das sehe ich dir an. Das mag an deiner physiologischen Reaktion liegen. Aber es gibt Menschen, die können ihre Gefühle besser kontrollieren.
Mithilfe eines Lügendetektors kann man jemanden entlarven, ob er lügt oder die Wahrheit sagt. Der Sympathikus oder das sympathische Nervensystem bereitet uns auf den Kampf vor. Er erhöht den Pulsschlag, lässt uns schwitzen und erhöht den Blutdruck. Wenn wir lügen und wir wissen, dass wir lügen, ist das eine bedrohliche Situation. Arnold, hat dir das denn niemand gesagt? Um als Prüfer an einem Lügendetektor arbeiten zu dürfen, musst du dich erst einmal selbst testen lassen. Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Du hast doch nichts zu verbergen, oder? Es gibt nur wenige Möglichkeiten, einen Lügendetektor zu überlisten. Zum Beispiel, indem du die Arschbacken zusammenkneifst. Das aktiviert das Nervensystem und erhöht den Blutdruck, sodass die Messwerte nicht genau sind. Fang an zu trainieren, Arnie! Glückwunsch, Arnold! Du bist jetzt ein Lügendetektorprüfer. Wie bitte? Du weißt nicht, wie man alle Kabel zusammenschließt? Du glaubst also, du kannst Lügen besser entdecken als ein Lügendetektor? Weißt du, wie oft ein Mensch eine Lüge richtig erraten kann? In 50% der Fälle. Das ist das Gleiche wie raten. Selbst wenn man sich absolut sicher ist, dass man richtig liegt. Bei Menschen, die viel lügen, nimmt die weiße Substanz im Gehirn um 22% zu. Ihre graue Substanz, also die Neuronen, nehmen jedoch um 14% ab. Kannibalen könnten wohl am besten herausfinden, ob du ein Lügner bist oder nicht. Mythomanie ist eine Störung, die eine Person dazu zwingt, zu lügen. Außerdem glaubt eine Person mit dieser Störung ihre eigenen Lügen, sodass ein Lügendetektor in diesem Fall nicht hilft. Eine Variante dieser Störung ist das Münchhausen-Syndrom, bei dem eine Person Krankheiten vortäuscht und wirklich an sie glaubt. Vielleicht funktioniert deine Methode ja auch hier. Ja, manchmal ist das ein ziemlich riskanter Beruf. Gut, dass du deinen Schließmuskel trainiert hast. Erwartest du jemanden? Dann solltest du dich nicht ablenken lassen. Es sind wahrscheinlich Verkäufer oder noch schlimmer, Sektenführer. Sei vorsichtig. Sekten können harmlos erscheinen. Das heißt, bis du ihnen am Ende alles gibst, was du besitzt. Sektenführer haben dank Leuten wie dir ein riesiges Vermögen. Woran denkst du, Arnold? Du willst selbst eine Sekte gründen? Und dann bringen die Leute dir alles, was sie besitzen? Honohana ist eine Sektenführerin, die aus Füßen liest. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte die Sekte 30.000 Mitglieder. Und ihr Gründer, Hogen Fukunaga, verlangte $900 pro Sitzung. Allerdings landete er später im Knast. Arnie, glaubst du wirklich, dass die Leute dich einfach so anbeten werden? Eine Sekte braucht doch einen klugen und charismatischen Anführer. Außerdem musst du dir etwas Großartiges einfallen lassen, wie isolierte Sektenmitglieder von ihren Angehörigen trennen, sie mit einer Apokalypse einschüchtern und ihnen Glückseligkeit nach dem Tod versprechen. Versprichst du jedem Mitglied deiner Sekte jetzt einen Donut und nach dem Tod endlose Donuts? Natürlich könnte jemand darauf reinfallen. Die Gesamtzahl der Sektenanhänger weltweit beträgt nicht weniger als 100 Millionen Menschen. Das heißt, einer von 40 Erwachsenen. Wenn dein Unternehmen mehr als 40 Mitarbeiter beschäftigt, ist es wahrscheinlich, dass einer von ihnen in einer Sekte ist. Es scheint, als hättest du dein Zielpublikum falsch identifiziert. Was kann dir denn ein Obdachloser geben? Kein Geld oder Besitztümer. Er hat ja nicht mal eine Familie, der etwas wegnehmen könnte. Vielleicht nur seine Klamotten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du die haben willst. Ja, das ist richtig. In Ländern der Dritten Welt richten sich Sekten oft an die armen und unterdrückten Bevölkerungsschichten, während sie in westlichen Ländern eher die Mitglieder der Mittel- und oberen Mittelschicht ansprechen. Wow, Arnold, du hast es geschafft. Diese Leute verehren dich. Es scheint fast zu viel. Vielleicht hast du es ein bisschen weit getrieben. Oh, ich habe vergessen, es dir zu sagen, Arnold. Am Ende nehmen fast alle Geschichten über Sekten ein tragisches Ende. Ach, ich verstehe. Du hast beschlossen, deine Traumfrau zu überraschen. Daumen hoch für die Mühe. Klopf an ihr Fenster, als ob du an ihr Herz klopfst. Wie romantisch, die Küsse von Spider-Man. Wer könnte es verkraften, ein paar Pfunde zu verlieren? Mach dir keine Sorgen, Arnold. Achte nur darauf, dass du auf dem stärksten Knochen deines Körpers landest. Deine Knochen sind stärker als Beton. Im unteren Teil deines Beins, zwischen dem Knie und dem Fuß, liegt das Schienbein. Ein einziger Quadratmillimeter davon kann einer Belastung von bis zu 12 Kilogramm auf Zug und bis zu 16 Kilogramm auf Druck standhalten. Das ist 7-mal stärker als Beton. Stell dir vor, Häuser aus Knochen.
Naja, ein bisschen gruselig ist das schon. Arnold, gib nicht auf. Hier mein Rat. Versuche, sie als Pizzakurier anzusprechen. Ups, sieht so aus, als ob Tagayas Freund nicht nur die Ananaspizza hasst, sondern auch dich, Kumpel. Und statt eines Kusses von deiner Schönheit bekommst du nun eine weitere Fraktur. Aber keine Sorge, es gibt auch einen Silberstreif am Horizont. Es stellt sich heraus, dass Knochenbrüche nützlich sein können. Während des Heilungs- und Fusionsprozesses bildet sich eine Art Schutzmanschette aus neuem Knochen um die Bruchstelle. In den ersten Wochen der Heilung wird der Knochen an der Frakturstelle vorübergehend stärker als sonst. Arnold, jetzt, wo deine Knochen stärker geworden sind, ist es an der Zeit, einen extremen Akt auszuführen. Fliege mit einem Motorrad über eine Rampe in Tagayas Wohnung. Ich bin mir sicher, dass dieser Stunt ihre Aufmerksamkeit erregen wird. Ja, vielleicht hättest du vorher üben sollen? Oh, so viele verschiedene Antidepressiva. Ich vermute, dass du nicht daran interessiert bist, die Beipackzettel zu lesen, oder, Kumpel? Also gut, du hast 2 Packungen Prozac, 75 Tabletten Celexa, 5 Packungen Zoloft, eine halbe Dose Lexapro und raue Mengen Beruhigungssirup in verschiedenen Sorten und Farben. Nicht, dass das deine Depression heilen würde, aber wenn du einmal anfängst, Medikamente zu horten, ist es schwer, damit aufzuhören. Das Einzige davon, was mich wirklich beunruhigt, ist das trizyklische Antidepressivum. Aber so wie ich dich kenne, fängst du früher oder später eh damit an. Oh, da haben wir es. Mal sehen, was du dieses Mal genommen hast. Mauhämmer können zu einem Delirium tremens führen, daher deine Halluzinationen. Schwindel, Zittern, Krampfanfälle, all das wird durch Serotonin-Wiederaufnahmehämmer verursacht. Die Euphorie und die Freude, die du erlebst, kommen von trizyklischen Antidepressiva. Ist dir übrigens aufgefallen, dass du seit 8 Stunden nichts mehr gegessen hast? Models nehmen manchmal Antidepressiva, um keinen Hunger zu haben. Und Träume erscheinen unter Antidepressiva näher und greifbarer. Also Arnie, war das alles ein Traum oder war es echt? Was nun? Willst du dich nicht mehr selbst medikamentieren? Warte Arnold, was machst du denn da? Du kannst doch die Pillen nicht in die Toilette werfen. Du Ignorant. Dadurch, dass Antidepressiva in die Kanalisation gelangen, sind die Fische aggressiver geworden. Du weißt doch, dass Tobi ein Piranha ist, oder? Durch das Fluoxetin, das ins Wasser gelangt, verlieren die Fische ihre Individualität. Und die Wirkung bleibt für die nächsten Generationen erhalten. Verdammt, Arnold, du solltest ihn besser zum Tierarzt bringen. Hast du schon vergessen, was passiert, wenn du selbst eine Diagnose stellst und dich behandelst? Die Piranhas scheinen auf den Geschmack von Menschenfleisch gekommen zu sein. Ich hoffe, du trinkst nicht das schmutzige Wasser aus dem Fluss. Gut gemacht, Arnie. Schmutziges Wasser ist die Hauptursache für alle Krankheiten auf der Welt. Aufgrund des Konsums von schmutzigem Wasser sterben jedes Jahr weltweit 3,4 Millionen Menschen. Das ist fast 3-mal so viel wie bei Autounfällen und 20% mehr als durch Fettleibigkeit. Gut, du hast Was? Ökoaktivisten haben alle deine Plastikflaschen mitgenommen. Jetzt hast du kein Wasser mehr. Aber ich sehe, du bist durstig. Trink nur nicht aus dem Fluss. Siehst du die Zeichen nicht? Oh, Arnie, das wirst du noch bereuen. Ein Tropfen aus dem Ganges enthält 3,5 Millionen E. coli-Bakterien. Das ist das 110-fache der Norm. Trotzdem trinken 40% der indischen Bevölkerung eine halbe Milliarde Menschen aus dem Ganges. Und natürlich gibt es noch andere schädliche Elemente. Arnie, wo bist du? Oh, okay, ich verstehe schon. Leichter Durchfall, das ist erst der Anfang. Es wird noch stärker werden und stärker. Und das ist bereits ein Problem. Du musst investieren. Du hättest aber auch einfach das Flusswasser reinigen können. Du kannst Flusswasser durch Gewebe reinigen. Das filtert Sand und Schmutz heraus. Durch das Abkochen werden 99% der schädlichen Mikroorganismen abgetötet. Und die effektivste Methode ist die chemische Reinigung, zum Beispiel mit Chlortabletten. Was glaubst du, wie so ein Wasser schmeckt? Du hast auf den Discovery Channel geschaut, oder?
Wenn es nichts zu trinken gibt, greifen die Reisenden tatsächlich auf Urin zurück. Aber in diesem Fall ist das wegen deiner Dehydrierung nicht möglich. Und ein Mangel an Kraft. Oh, Arnold, da bist du ja. Nette Leute haben dir geholfen. Wie lecker das Wasser ist. Aber lass dich nicht unterkriegen. Es gibt einen schmalen Grat zwischen Liebe und Hass. Lauf, Annie! Glaubst du, du hast Glück gehabt? Nun, du liegst falsch. Wieder einmal. Hey, im Supermarkt isst man nichts. Dieses Gemüse gilt als GVO, als gentechnisch veränderter Organismus. Diese Tomate enthält ein Seidenraupengen. Und die übliche Gurke hat aus genetischer Sicht 40% Ähnlichkeit mit einem Menschen. Aber hab keine Angst, GVO ist nichts Schlimmes. Und ich weiß genau, wie ich es dir beweisen kann. Wir verändern einfach dich, Arnold. Es ist zwar illegal, solche Experimente an Menschen durchzuführen, aber 2018 wurden in China zwei gentechnisch veränderte Babys geboren. Sie wurden so programmiert, dass sie immun gegen HIV sind. Hier sind wir in einem streng geheimen Labor des Pentagons. Dort werden hauptsächlich GVO-Soldaten hergestellt. CRISPR-Cas9 ist eine neue Technologie, mit der die DNA eines Organismus in die DNA eines anderen eingepflanzt werden kann. Einem normalen Fisch wurden die Gene einer biolumineszenten Qualle eingepflanzt. Nun haben wir einen Leuchtefisch. Gemüse wurde so verändert, dass es länger haltbar ist und besser schmeckt. Aber was ist mit dir, Arnold? Willst du größer werden? Wir können dir das Michael-Jordan-Gen einpflanzen. Und wir entfernen das Schwitze-Gen aus dir, damit du nicht mehr so stinkst. Und? Das ist Arnold 2.0. Ein neues Leben hat begonnen. Ohne Schweiß werden sich die Leute endlich neben dich in den Bus setzen. Und die Oma deines Nachbarn wird aufhören, dich eine kleine rothaarige Pussy zu nennen. Sie wird dich jetzt einfach nur noch rothaarige Pussy nennen. Ja, die Gentechnik ist noch nicht perfekt, aber sie ist die Zukunft. Designer-GVO-Babys werden bald kommen. Und es wird möglich sein, das Grausamkeitsgen von Kriminellen zu entfernen. Das ist eine neue Stufe der Evolution. Träum süß, Arnold 2.0. Hey, was ist hier los? Arnold, hast du alle Spritzen aus dem Labor gestohlen? Was? Willst du dir das Erdbeergen spritzen, um gut zu riechen? Und ein Corgi-Gen für einen perfekten Hintern? Tu das nicht, Arnold, hör auf! Oh, ihr Götter, was habt ihr getan? Ich hatte Unrecht. Gentechnik ist nicht nur für den Organismus gefährlich, sondern für die gesamte Stadt. Museen von Österreich? Wirklich? Aha, ich verstehe, was dich dorthin zieht. Aber da gibt es ein kleines Problem, Kumpel. Du fliegst nicht nach Österreich, sondern nach Australien. Wenn du dir ein Ticket auf dem Handy besorgst, dann solltest du vorsichtiger sein, Arnie. Willkommen in Australien. Statt langweiliger Museen erkunden wir jetzt die gefährliche australische Natur. Hinter dem Namen Gympie Gympie steckt die giftigste Pflanze der Welt. Stell dich neben sie und du wirst Blut niesen. Berühre sie und du hast Verbrennungen einen Monat lang. Ja, das wirst du erleben. Es sei denn, du bist ein Rotbeinphilander, eine Känguruart, die gegen das Gift immun ist. Arnold, reg dich nicht auf. Das ist echter Ökotourismus. Hier gibt es mehr als genug Pflanzen, um sich einen ordentlichen Unterschlupf zu bauen. Und wenn du Glück hast, ist Frühstück mit im Zimmerpreis inklusive. Die Beeren der gefährlichsten Pflanze, des Gympie Gympie, sind essbar. Aber um sie zu probieren, brauchst du einen Anzug, der deinen ganzen Körper bedeckt, einen langen Stock, um die Früchte abzuschlagen, und du musst jede einzelne Beere auf Brennhaare untersuchen. Diese Härchen können bis zu einem Jahr in der Haut verbleiben und bei jedem Duschen einen Giftcocktail freisetzen. Ew. Arnold, ich verstehe, wenn du dich nach den Verbrennungen abkühlen möchtest, aber das ist keine gute Idee. Ja, du wirst für eine kurze Zeit Erleichterung spüren, aber das Meer in Australien ist nicht weniger gefährlich als der Dschungel. Die scheinbar attraktive Würfelqualle hat so viel Gift, dass schon 1 Milligramm 60 Menschen töten kann. Von dieser Qualle gestochen zu werden, ist jedoch wie ein Lottogewinn, denn im Durchschnitt wird nur ein einziger Stich pro Jahr registriert.
Arnold, nach deinem verrückten Abenteuer brauchst du dringend eine Behandlung. Und du bist endlich auf dem Weg nach Österreich. Aber das wird keine Tour durch Museen, sondern durch Krankenhäuser. Igitt! Magst du Salz? Die Hauptsache ist, dass du es nicht übertreibst. Schon wieder benimmst du dich wie ein Totaler. Okay, egal. Mal sehen, ob du dein Geld wert bist. Sieh nur, wie gereizt alle sind. Naja, fast alle. Du hast die Elite der Gesellschaft verärgert. Ich hätte nie gedacht, dass so ehrenwerte Menschen, du weißt schon, das Salz der Erde, dazu fähig sind, jemanden in ein Lagerhaus einzusperren. Im Laufe deines Lebens verbrauchst du eine Unmenge an Salz. Ungefähr das Gewicht eines Grizzlybären. Die Norm ist ein Teelöffel Salz pro Tag. Das entspricht 6 Packungen Chips, einem großen Eimer Popcorn oder 128 Dosen Limonade. Klick den Like-Button, wenn du nicht wusstest, dass Soda Salz enthält. Arnold, du bist in einem Salzlager. Was für eine Ironie. Hier hast du Kochsalz, Meersalz, schwarzes hawaiianisches Salz und sogar das teuerste Salz der Welt, Amethyst Bamboo 9X. Der Preis liegt bei bis zu $100 für 240 Gramm. Ist das nicht, Arnold? Sonst wirst du für den Rest deines Lebens dafür bezahlen. Das Wort Gehalt kommt vom lateinischen Wort für Salz. Bis zum 5. Jahrhundert bekamen die Soldaten im alten Rom etwa 7 Kilo Salz pro Monat. Geld und Kleidung wurden nicht zur Verfügung gestellt. Deshalb mussten sich die Soldaten diese Dinge selbst beschaffen. Arnold, du hättest nicht so viel Salz essen sollen. Dadurch sind dein Kopf und deine Gliedmaßen angeschwollen. Außerdem hast du Übelkeit, Schwindel, ja, und dein Körper will 15 Mal am Tag pinkeln. Du wirst nie wieder Salz kaufen wollen, Kumpel. 1930 führten die Briten in Indien eine Salzsteuer ein. Demonstranten, angeführt von Gandhi, begannen einen 1500 Kilometer langen Marsch zum Arabischen Meer, um dort kostenloses Salz aus ihm zu verdampfen. 90.000 Menschen wurden verhaftet und im ganzen Land brachen Salzkrawalle aus. Wow, Arnie, bist du endlich gerettet? Ach nee, sie haben gerade eine neue Ladung Salz ins Lager gebracht. Mach's gut, Kumpel. Aber Arnold, wo wirst du jetzt wohnen? Sieht aus wie Wald. Nun, ich mache mir keine Sorgen. Du weißt wahrscheinlich schon, dass du Blätter unter dein Hemd stopfen musst, um dich warm zu halten, dein Trinkwasser filtern musst und... Nein, ist nichts, du Idiot! Also, solange du noch nicht so tief im Wald verschwunden bist, hör genau zu. Das Geräusch eines Traktors ist noch in 3 bis 4 Kilometern Entfernung zu hören. Das Bellen eines Hundes in 2 bis 3 Kilometer. Ein vorbeifahrender Zug ist noch in 10 Kilometer Entfernung zu hören. Und BTS-Songs? Nun ja, die kann man immer hören. Was ist das, Arnold? Süß. Oh, schau mal, der Kleine hat sich verlaufen. Genau wie du. Plumplores leben hauptsächlich in tropischen Wäldern. Versuch gar nicht erst, ihn zu streicheln, Arnie. Loris lecken ihre Ellenbogengelenke, die ein tödliches Gift absondern, sodass ihr Biss dich töten kann. Du solltest den Spuren der Tiere folgen. Es wäre toll, wenn du fließendes Wasser findest. Ein Bach oder Fluss. Hier kannst du dir Nahrung besorgen, indem du Fische fängst. Ja, Arnold? Wenn du das so machst, dann wirst du den ganzen Tag hier sein. Und wie du sehen kannst, hatte ich recht. Die Nacht ist die gefährlichste Zeit im Wald. Hey, Kumpel, ich denke, du solltest die Nacht hier in diesem Baum verbringen. Ja, es ist nicht das Ritz, aber es ist sicher. Am Morgen musst du auf eine Lichtung gehen, damit du für die Retter sichtbar bist. Eine Person in einem Wald zu finden, ist eine ganz besondere Aufgabe, an der Retter, Freiwillige und das Militär beteiligt sind. Das Gelände wird in Quadrate aufgeteilt und jedes davon wird gründlich durchkämmt. Es gab einen Fall, in dem jemand, der sich verirrt hatte, ohne es zu wissen, auf die Suche nach sich selbst ging. Dieser Typ schaffte es, aus dem Wald herauszukommen, erzählte niemandem davon und beteiligte sich an der Suche nach ihm. Du kannst aus der Luft gesehen werden, wenn du ein Feuer machst. Am besten ist es, wenn du frisches Laub darauf wirfst, damit es richtig qualmt. Nicht die Retter haben dich gefunden, sondern ein einheimischer Jäger. Er hat dein Feuer gesehen. Glückwunsch, Arnie! Du hast es nach Hause geschafft. Aber warte mal, du hast es ja vermietet. Nun, das ist kein Problem mehr.